Einen wunderschönen guten Abend zur vierten Ringvorlesung der Universität Göttingen zum Thema Künstliche Intelligenz, Data Science und Gesellschaft. Mein Name ist Ramin Jayapur, Sprecher des Campus Instituts Data Science und Ausrichter damit dieser Ringvorlesung. Nochmal zur Logistik. Viele wissen es vielleicht. Wir haben einen Livestream über Zoom, sodass man remote teilnehmen kann. Im Nachgang gibt es die Vorlesung auch bei YouTube und auch das Göttinger Stadtradio bietet die Veranstaltung im Nachgang nochmal an. Für die im Raum bin ich gebeten worden, nochmal zu erinnern. Es gilt auch im Raum die Maskenpflicht. Wir haben also auch jenseits von 3G die Auflage, das hier so durchzuhalten. Ja, kommen wir zum heutigen Vortrag. Es freut mich ganz besonders, dass wir heute hier bei uns Professor Wolfgang Neidl haben. Professor Neidl leitet einen Lehrstuhl an der LUH in Hannover, ist auch Leiter des L3S. Er wird gleich mehr dazu sagen, was das L3S als Institut ist. Vielleicht noch zwei Worte zu ihm selbst. Er hat an der TU Wien studiert, promoviert und habilitiert, war danach 92 bis 95 an einem Lehrstuhl an der RWTH in Aachen und ist dann an die Leibniz-Universität in Hannover gewechselt. Ja, es freut mich, dass du heute hier bei uns bist, Wolfgang, und berichtest zum Thema divers und vielfältig nutzbar künstliche Intelligenz. Bitte, Wolfgang. Ich danke dir, ich danke für die Einladung, ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Unterhalten wir uns über künstliche Intelligenz. Vielleicht haben Sie sich gedacht, der Titel ist ein bisschen sperrig, ne? Wie ich mir das dann nochmal überlegt habe, haben wir gedacht, ja, Sie haben eigentlich recht. Reicht eigentlich, weil wir sagen, divers, nehmen wir das einfach als Motto und überlegen uns, was das für Auswirkungen hat auf unsere Anwendungen der künstlichen Intelligenz das, was wir hier bekommen können. Ich habe tatsächlich auch eine Folie über mich. Ich brauche jetzt nicht mehr sagen, wo ich herkomme. Ich kann aber einfach nur daran erinnern, Wien ist die interessante Stadt, wo Sie im Stadtführer so ganz unterschiedliche Sehenswürdigkeiten angepriesen bekommen, wie den Wiener Prater, kennt jeder, oder den Wiener Zentralfriedhof, kennen auch viele, aber nicht ganz so viele, hat aber drei Straßenbahnstationen, sehr bekannt, auf jeden Fall empfehlenswert. Bin dann über vielfältige Wege nach Hannover gekommen, an die Leibniz-Universität, und das Schöne an meinem, an unserem Bereich ist ja, dass wir alle 10 Jahre was anders machen können, weil wir ja auch daran beteiligt sind, dass sich die Bereiche, dass sich das Gebiet so schnell weiterentwickelt. Und machen wir mittlerweile auf der einen Seite Forschung zum Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen ohne Bias. Wir werden da nochmal drauf kommen. Und wir haben ganz unterschiedlichste Arten von Daten und die können aus dem Web kommen. Dann habe ich Textdaten oder Videodaten, die können aus Maschinen kommen. Dann sprechen wir von intelligenter Produktion. Die können auch von der Medizin kommen. Auch das werde ich kurz anschneiden. Also sehr vielfältig. Und damit haben wir auch schon mal auf der ersten Folie dieses Thema abgehakt. Das Forschungszentrum L3S, das ich leite, das hat dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Wir feiern das im nächsten Jahr und hoffen, dass wir dann das besser in Präsenz feiern können, als wir das dieses Jahr machen könnten. Wir haben einen großen Schwerpunkt in der künstlichen Intelligenz. Ich möchte hier das nicht vorlesen. Es sei einfach nur erwähnt, dass KI einfach sehr viel ist und auch mir wird es hier nicht gelingen, da einen großen Teil abzudecken. Aber vielleicht mache ich Ihnen die Diversität ein bisschen begreifbar mit, was wir uns hier beschäftigen. Wichtig ist uns aber auch eben die Verlässlichkeit. Wir haben immer stärker vernetzte Systeme. Wir haben auch intelligentere Systeme, auf die wir uns verlassen können, wollen, müssen, sollen. Aus all dem folgt auch, dass wir uns hier nicht alleine als Informatiker an diesem Thema
betätigen, sondern mit Kollegen aus den Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, auch Philosophen. Was ist denn überhaupt Bias? Das ist eine interessante Frage. Machen wir Projekte. Und ich habe Diversity, also Verschiedenheit, einfach mal nachgeschlagen. Das ist das Merriam-Webster Dictionary. Und gibt es zwei wesentliche Bedeutungen. Es gibt ja ganz viel, aber wir verwenden das oft eben Diversität von etwas, zum Beispiel Diversität von Pflanzen, der Vegetation auf einer Insel oder auch ganz klar wir selbst, die Menschheit, die Besucher dieser Veranstaltung, Zuhörer, unsere Studenten sind divers. Auch das ist ein wichtiger Aspekt und wir werden das gleich nochmal wieder treffen. Das ist jetzt Diversität in der Pflanzenwelt von einem Kollegen von mir, leider immer bedrohter, weil ich dann oft nur mal grüne Pflanzen habe und nichts mehr Buntes dazwischen. Diversität an der Universität, das ist jetzt nicht unsere, aber das könnten Sie oder wir in Hannover genauso auch aufnehmen, denke ich mal. Was hat denn das mit KI zu tun? Naja, das ist eine gute Frage. Und die Antwort ist, dass unsere Diversität eben auch zum Beispiel unterschiedliche Auswirkungen hat auf die Art, wie wir erkranken oder wie wir am besten therapiert werden können. Das hier verweist auf einen Artikel, relativ früh schon im letzten Jahr geschrieben, wo darauf hingewiesen wird, dass also tatsächlich genetische Prädispositionen ganz wesentlich sind, ob ich jetzt stärker oder schwächer auf den Covid-Virus reagiere. Es gibt noch ganz andere Faktoren, wie wir wissen. Auch das Alter spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle, aber eben auch genetische Faktoren. Also wieder die Diversität in dem Fall macht es uns schwierig, auf die müssen wir eingehen. Und das ist aber auch eine Chance, wenn wir das in der Medizin erkennen und nutzen. Machen wir in Hannover, Sie machen das auch hier in Göttingen. Wir haben in Hannover die Medizinische Hochschule Hannover mit Schwerpunkten wie zum Beispiel Lungenkrankheiten, aktuell ja ganz passend Infektionsforschung, kardiovaskulären Erkrankungen, auch Transplantationsmedizin. Und in all diesen Bereichen sind wir mittlerweile so weit, dass sehr viele Daten anfallen und diese Daten können wir nutzen. Diese Daten können wir nutzen, um Diagnose zu optimieren. Also nur durch Daten kann ich ja überhaupt erst einmal feststellen, was da los ist, welche Diagnose die richtige ist. Aber ich kann auch in der Therapie persönlicher werden, weil es eben so ist, dass auch verschiedene Behandlungen für unterschiedliche Patientengruppen unterschiedlich anschlagen. Und das heißt, ich muss hier versuchen und ich möchte hier versuchen, in unterschiedlichen Krankheiten die Patienten in Gruppen einzuteilen und dann pro Gruppe unterschiedliche Therapien vorzuschlagen, sodass jetzt nicht jeder die kleine grüne oder gelbe oder blaue Pille bekommt, sondern dass er so therapiert wird, wie er oder sie es braucht. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir hier auch wieder positiv nutzen können. Wir sind divers und daher brauchen wir auch ganz unterschiedliche Behandlungen. Wir machen das in unterschiedlichen Projekten, über die wir uns gerne nachher auch nochmal unterhalten können. Und wir haben das als Motto genommen, sowohl unsere Forschung in der künstlichen Intelligenz und die Richtungen oder die Aspekte, also intelligent, verlässlich und verantwortlich, und haben als eine Anwendung oder einen Anwendungsbereich den Bereich der personalisierten Medizin dazugenommen und haben gesagt, wir, das war vor 2 Jahren, bewerben uns für ein Programm, das damals ausgeschrieben wurde vom BMBF, Internationale Zukunftslabore für Künstliche Intelligenz, dass es uns gestattet, wir waren dann erfolgreich aus 1 von 3 Laboren in ganz Deutschland, dass es uns gestattet, Kollegen, Kolleginnen aus dem Ausland, Australien, Neuseeland, Australien war nicht so ganz einfach im letzten Jahr, ne? Die durften ja nicht mal raus, wir durften nicht rein,
Aber mittlerweile geht es besser. Australien, Neuseeland, Indien, Spanien, USA, diese Kollegen nach Hannover einzuladen, dass sie mit uns gemeinsam forschen, 1,5 Jahre oder auch länger, mit Kollegen aus der Universität, aus der Leibniz-Universität in Hannover und aus der Medizinischen Hochschule, mit zusätzlichen Mitarbeitern, die wir über diese Mittel finanzieren können, und auch Kolleginnen und Kollegen aus Europa jetzt in kürzeren Forschungssemestern, 3 bis 6 Monate. Wir haben bisher 5 gehabt. Im nächsten Jahr planen wir nochmal 4 Kolleginnen und Kollegen einzuladen. In diesem Kontext forschen wir eben an künstlicher Intelligenz und der personalisierten Medizin, also wieder das Thema Diversität. Und wir haben also hier 3 medizinische Use Cases, mittlerweile sind es 4, ich habe den Folien mal jetzt 3 aufgeführt. Der eine Punkt ist pädiatrische Leukämie, also Blutkrebs bei Kindern, oder die häufigste Krebserkrankung bei Kindern. Und Krebs ist sozusagen das Paradebeispiel für personalisierte Medizin, weil es da einfach sehr viel von den Genen abhängt, wie sich die Krankheit auswirkt, aber auch wie man behandeln kann. Und es ist also ganz wichtig, gerade bei den kleinen Kindern, dass man erkennt, wie man am besten behandelt. Und wir wollen ja in diesem Fall weder untertherapieren noch übertherapieren, ne? Also Krebstherapie ist ja wirklich kein Honigschlecken. Und ich muss also wirklich versuchen, da genau so zu therapieren, wie es für dieses Kind am besten ist. Das ist der eine Use Case, den wir mit der Abteilung auch für Humangenetik eben wegen der genetischen oder Omics-Daten durchführen, ist das Referenzlabor in diesem Kontext für ganz Deutschland. Der zweite Use Case sind psychiatrische Störungen, Schizophrenie. Das ist ein Bündel von Symptomen, dass wir alles unter dem Schlagwort Schizophrenie zusammenfassen. In Wirklichkeit sind da ganz unterschiedliche Ursachen dafür verantwortlich. Wir wissen es aber nicht genau. Und wir versuchen in diesem Use Case, in dieser Aufgabe herauszufinden, welche Ursachen kann es denn dann geben. Also auch wieder die Patienten, die das Etikett Schizophrenie quasi hertragen, herauszufinden, was ist bei diesem Patienten oder was ist bei dieser Patientin jetzt wirklich schuld, und dann daraus vielleicht, wir wissen nicht, ob es gelingt, aber vielleicht eben für einige dieser Gruppen Früherkennungsdiagnostik zu entwickeln oder zumindest mal zu beginnen zu entwickeln. Und dann haben wir noch den dritten Use Case, den ich hier mitgebracht habe, das Brustkrebs. Das ist einfach ein Krebs, der ganz, ganz häufig vorkommt. Und auch hier gilt wieder, wie für Leukämie, dass sich das sehr eignet für personalisierte Medizin. Und das hat natürlich eine große praktische Relevanz, wenn wir unseren medizinischen Kollegen hier helfen können, dass ihre Therapien hier einfach noch besser oder noch zielgenauer werden. Also hier diese Diversität, die macht ganz viel aus, hat viele Auswirkungen. Wir können sie hier sehr positiv nutzen. Biodiversität im anderen Sinne, Biodiversität eben ist auch ein Schlagwort, was so eigentlich nur am Rande leider jetzt vorkommt. Klar, Covid ist einfach viel präsenter. Auch der Klimagipfel hat da jetzt sozusagen den zweiten Platz eingenommen. Und dahinter kommt irgendwann einmal die Frage der Biodiversität. Das hängt aber natürlich alles irgendwo mit zusammen. Klima und Biodiversität, das ist nicht voneinander zu trennen. Und das ist eigentlich ziemlich schrecklich, wie stark wir durch unsere Aktivitäten oder vielleicht nur durch uns, weil wir da einfach sehr viele hier sind auf der Welt, wie wir die Biodiversität auf der Welt dezimieren. Wir als Informatiker können da jetzt nicht wahnsinnig viel machen, aber wir können immerhin helfen. Und die Kollegen, in dem Fall sind das 2 Kolleginnen und Kollegen aus der Botanik und Geobotanik, zu unterstützen,
Die Frau Kollegin Julia Pappenbrock vom Institut für Botanik ist aktiv gewesen und hat ein Projekt akquiriert, das heißt Constructed Wetlands. Das sind natürliche Kläranlagen, Pflanzenkläranlagen, die es gestatten, auf natürliche Weise Wasser sauberer zu machen, zu klären. Hier ein Constructed Wetland in Peru. Es hat also einige sehr interessante Beziehungen und eben auch Partner in Lateinamerika. Es gibt es aber auch bei uns in Glasthal-Zellerfeld, nicht so weit weg von hier, ist Ende 2020 so eine Biokläranlage in Betrieb gegangen und bewährt sich hier eigentlich sehr gut. Und wir als Informatiker in dem Fall sind einfach nur dafür zuständig, jetzt auf der einen Seite die Plattform, die Datenplattform weiterzuentwickeln und auf Basis dieser Daten dann vielleicht auch einige Analysen durchzuführen. Aber immerhin, Daten sind die Basis für eine Verbesserung, wenn ich also weiß, wie die verschiedene Methoden gewirkt haben, dann kann ich das auch in Zukunft verbessern. Und das ist noch ein stärkeres Thema in einem anderen Projekt, was wir mit dem Kollegen Küster aus der Geobotanik machen. Und der Kollege Küster, der hat am Institut eine der weltweiten größten historischen Sammlungen von Artenvorkommen seit dem 19. Jahrhundert, also der letzten 100 Jahre, hat er, oder nicht er, sondern der Botaniker Reinhold Düxen, der das dem Institut vermacht hat, hat also Artikel gesammelt von Vorkommnissen von Pflanzen, was blüht wo, wie viel, wann und so weiter. Eigentlich ganz einfache Dinge, ne? Wie viele Insekten kann ich da und so erzählen, aber das ist also die Voraussetzung überhaupt für Forschung, wenn ich weiß, wie sich die Biodiversität entwickelt hat über die letzten 100 Jahre. Und tatsächlich ist man vor ungefähr 5 Jahren draufgekommen, nur auf der Basis von Laiensammlungen, dass eben sich die Insektenmasse da bis auf ein Drittel verringert hat, in Deutschland, aber eigentlich auch in der ganzen Welt, weil die halt da 40 Jahre lang mit ihren Insektenfängern Insekten gefangen haben und einfach gewogen haben, simpel und einfach. Und da hat sich das nach 40 Jahren jemand mal so angeschaut und hat gesagt, das kann ich ja gar nicht glauben, da muss ja was schiefgegangen sein. Es wird ja immer weniger, ne? Aber vielleicht sehen Sie das selbst auf Ihrem Auto. Wenn Sie auf der Autobahn fahren, haben Sie nicht mehr diese Insekten auf der Windschutzscheibe kleben. Gibt einfach viel weniger. Genau, da gibt es also ganz viele Artikel, ganz viele Daten für uns als Informatiker. Das Problem ist nur, die schauen so aus, ne? Da sind also Kisten und Kisten und Kisten mit ganz vielen Artikeln. Und da kann ich keine Forschung aufbauen, weil ich kann mich da einfach nicht durchwühlen. Abgesehen davon, dass ich dort in den Keller gehen muss, ist es feucht und kalt, gerade im Winter. Und was wir hier versuchen in einem Projekt, das von der VW-Stiftung gefördert wird, ist, diese Artikel erstmal zu digitalisieren. Aber dann, das ist das Wichtige, diese Tabellen rauszuholen aus den Artikeln und das Vokabular abzugleichen. Was heißt das? Also über die letzten 100 Jahre hat sich die Klassifikation der Pflanzen eigentlich immer wieder geändert. Das heißt, was vor 100 Jahren in der Tabelle gestanden ist, so nennt man das heute gar nicht mehr. Ich brauche also dann Ontologien, die sich über die Zeit weiterentwickeln, um das darzustellen, sodass ich am Ende eben tatsächlich so eine Datenbank habe mit diesen Datenpunkten der letzten 100 Jahre. Und dann kann ich so wirklich mit der Forschung starten. Okay, das war sozusagen der erste Teil mal, Biodiversität, Diversität von uns Menschen, Diversität in vielfältiger Weise, eigentlich sehr positiv. Diversität ganz allgemein als eine sehr positive Sache, die wir nutzen können. Ne? Jetzt fragen Sie sich vielleicht schon langsam, also ein bisschen KI ist da schon vorgekommen. Ne? Schauen wir uns das aber nochmal genauer an, was hat denn das für Auswirkungen, wenn wir KI betreiben, wenn wir maschinelle Lernverfahren entwickeln. Und das ist einfach eine ganz kurze Darstellung. Was ist denn überhaupt maschinelles Lernen? Das ist jetzt, KI ist viel breiter, aber maschinelles Lernen ist aktuell ein ganz wichtiges Gebiet. Und das ist eigentlich, das Prinzip ist eigentlich sehr einfach. Das Prinzip ist, dass ich eine Menge von Daten habe.
die ich zur Verfügung gestellt habe. Und dann habe ich einen Algorithmus, einen schnellen Lernalgorithmus, der die Regelmäßigkeiten in diesen Daten sucht und findet, die in einem Modell darstellt, wie auch immer das Modell ausschaut. Sehr oft ist das einfach ein mathematisches Modell. Es gibt halt einfach unterschiedliche Arten von Modellen hier. Und dieses Modell bildet oder repräsentiert auf der einen Seite die Diversität der Daten, auf der anderen Seite aber insbesondere, und das ist das, warum ich das hier mache, die Regelmäßigkeiten in den Daten. Und wenn es Regelmäßigkeiten gibt, kann ich die verwenden, um Dinge vorherzusagen. Weil wenn ich weiß, dass wenn jemand mit einem Schirm draußen vorbeiläuft, das ziemlich sicher regnet, ich habe das halt 100-mal gesehen, war immer so, dann kann ich sagen, okay, da kommt jetzt wieder einer mit Schirm, da wird es wohl draußen regnen. Ne? So, also diese Regelmäßigkeiten kann ich nutzen, das ist sehr positiv und das ist eigentlich maschinelles Lernen, Nutzen der Regelmäßigkeiten in den Daten. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, wenn die Daten sehr unterschiedlich sind. Ne? Also Katzen sind Katzen, das ist ja für uns gar nicht so schwierig. Aber wenn ich mir das mal so anschaue als Beispiele, dann sind das doch sehr unterschiedliche Katzen. Ne? Macht das Ganze schon wieder ein bisschen schwieriger, weil ich kann jetzt die Farbe der Katzen nicht wirklich verwenden. Die sind aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten aufgenommen, etc. etc. Das heißt, da überall zu sagen, das ist eine Katze, wenn ich mir das so richtig überlege, als Maschine sozusagen, wenn ich mir überlege, wie programmiere ich, das ist nicht so einfach. Und was man da versucht hat und auch gemacht hat, ist zu sagen, okay, Farbe oder so nützt irgendwie nichts, der Winkel ist auch immer anders. Versuchen wir es zum Beispiel mit Formen, mit Schattierungen und so. Ne? Und dann haben also die Kollegen aus der Bilderkennung entsprechende Formmerkmale definiert und da rechts sehe ich halt eine bestimmte Art von Formmerkmalen, die diese Katze darstellen und tatsächlich, wenn Sie da drauf schauen, sagen Sie, ja, das schaut tatsächlich wie eine Katze aus, es funktioniert nicht nur mit Katzen, das funktioniert auch mit der Frau Merkel, wir erkennen die rechts eigentlich ganz gut. Das hat eine ganze Zeit lang ziemlich gut funktioniert, aber das geht einfach nur so weit, wir sehen, dass sich hier eben manche Dinge, dass sich die da vermischen und dass das irgendwo doch nicht wieder eindeutig ist. Ne? Ich kann die Frau Merkel erkennen, aber wenn sie da nichts hält, dann schaut sie da unten wieder anders aus und so. Also das heißt, es ist ziemlich schwierig, diese Merkmale festzulegen und dann ist man in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren draufgekommen, etwas, was vor 40 Jahren entwickelt worden ist, neurale Netze, die kann ich verwenden, um hier auch Merkmale zu lernen, wie, indem ich also eine ganze Menge von Bildern hier bereitstelle, 1,5 Millionen Bilder in diesem ImageNet Challenge, die jetzt 1000 verschiedene Arten von Objekten darstellen. Und dann habe ich die ersten paar Schichten, die Merkmale lernen. Also zum Beispiel erstens einmal nur, wo ist da Kontrast mehr oder weniger? Ne? Wo gibt es also eine Änderung der Helligkeit und Ähnliches? Das machen die ersten paar Schichten, die lernen das sozusagen selbstständig nach dem Motto, was hilft mir am meisten am Ende drauf zu kommen, dass das eine Katze oder ein Hund ist. Und dann gibt es ein paar andere Ebenen, die dann komplexere Merkmale erkennen und konstruieren, ohne dass ich denen was sagen muss. Dann habe ich also dann zum Beispiel eine Schnauze und Ohren und so weiter. Und am Ende habe ich so eine Klassifikationsebene, wo dann rauskommt Katze, Hund oder sonst was. Ne? Und diese tiefen neuralen Netze, die machen eben die Arbeit mit explizit definierten Merkmalen überflüssig, wenn ich genug Beispiele habe. Das ist ganz wichtig, wenn ich da 100 Beispiele habe, dann kann das nachher gar nichts lernen. Ne? Aber wenn ich das genug habe, dann funktioniert das erstaunlich gut. Vor 6 Jahren, 5, 6 Jahren haben die Forscher gesagt, das ist schon zu langweilig, ich kann die alle erkennen, machen wir es komplizierter. Liebes neurale Netz, bitte schreib uns doch einen kleinen Untertitel, also als Text, was auf dem Bild drauf ist. Und 2015 sind also gleich mehrere von diesen Papieren erschienen, die das schon sehr gut gemacht haben. Also zum Beispiel da
links oder in der Mitte unten ein schwarzer und weißer Hund hüpft über eine Stange. Ne? Und das ist geschrieben von dem Algorithmus. Der sieht also das Bild und macht den Untertitel. Und irgendwann haben dann die Kollegen gesagt, es ist doch immer zu langweilig, machen wir es irgendwie komplizierter. Wir wollen da bitte Fragen stellen. Ne? Wir wollen zum Beispiel fragen, was siehst du da auf dem Teller? Was ist das für eine Pflanze oder für ein Gemüse? Und die Antwort ist also tatsächlich Brokkoli. Ne? Und das stimmt. Und so kann ich alles Mögliche fragen. Und die Antwort wird immer, ich frage diese Frage, ist einfach ein Text, die gebe ich ein und das neurale Netz sagt die Antwort. Und auch das funktioniert ganz toll. Also irgendwie haben wir schon alles gelöst, ne? Können uns zur Ruhe legen. Auch die Autos fahren ja immer irgendwie besser. Auch da gibt es ganz viele Beispiele. Links ist das Auto von Google, dieses kleine runde Auto, damit es niemanden ängstigt, fährt da so in Kalifornien herum. Kilometer um Kilometer, 100.000 Millionen Kilometer. Warum testen die das so lange? Nein, die testen nicht. Die lassen es einfach herumfahren. Das nimmt die Umgebung auf. Das sieht, wie andere Autos reagieren, wie es selbst reagieren muss. Lernt also auf diese Art die ganze Zeit. Wenn es also so fährt, machen die Tesla übrigens auch. Das ist sozusagen das größte lernende System. Naja, der Welt ist vielleicht übertrieben, ne? Aber jedes Tesla-Auto lernt, dass dann der nächste Version von der Full Self-Driving Software oder wie auch immer das dann heißt, immer besser wird. Ja, aber da müssen wir uns fragen, funktioniert das immer? Sie haben ja schon ab und zu mal gehört, vielleicht funktioniert das doch nicht immer. Und da gibt es diese Fabel von den blinden Männern und dem Elefanten, die also so einen Elefanten nicht sehen können. Wir sehen den Elefanten, wir wissen, wie er ausschaut. Wenn sie blind sind, sehen sie den nicht, dann tun sie ihn abtasten. Und der Mensch, der vorne steht und da beim Rüssel tastet, sagt, ja, der Elefant, das ist sowas wie eine Schlange, ne? Eindeutig. Und derjenige, der da hinten steht und den Schwanz in der Hand hat, sagt, nein, nein, das ist so wie eine kleine fluffige Maus oder der ihn in der Mitte abtastet, sagt, das ist also wirklich so wie ein Baumstamm oder wie ein großer Klotz. Also es kommt ganz darauf an, was ich von dem Elefanten sehe und das passiert uns ganz genauso in der künstlichen Intelligenz, weil nämlich die KI, die wir da jetzt mal so eingeführt haben, maschinelles Lernen, die basiert darauf, dass die Regelmäßigkeiten in den Daten gesucht werden, ne? Das heißt, es ist also ganz wichtig, welche Daten da jetzt eigentlich genutzt werden. Und das heißt, die KI erzeugt nicht ein Modell über die Welt, sondern die erzeugt ein Modell über die Daten, die ich da reinfüttere. Hier aus einem schönen Artikel eines Kollegen aus Berlin ein Beispiel von oder ein Vergleich von zwei neuralen Netzen. Das eine ist das Fischer-neurale Netz, das andere ist DeepNet. Die sind beide dafür trainiert, Dinge zu erkennen, Objekte zu erkennen, so wie wir das am Anfang gehabt haben. Hier erkennen Sie ein Pferd, was nicht so trivial ist, weil da sitzt dann eine Reiterin drauf. Aber wir sehen auf der rechten Seite, dass DeepNet jetzt schattiert, wo es hinschaut, sozusagen, also welche Pixel im Bild besonders relevant sind für die Entscheidung. Das schaut auf die Umrisse vom Pferd. Okay, sehr vernünftig, würden Sie auch machen, ne? Und dieses Fischernet, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, das ist genauso gut. Das schaut ganz woanders hin, das schaut links unten hin. Und was sieht es da links unten? Das ist ja nicht so gut sichtbar. Aber wenn Sie sich genau hinbeugen, dann sehen Sie, da steht Pferdearchiv so und so. Und das ist eigentlich auch ganz schlau, das auszuwerten. Wenn da steht Pferdearchiv, dann ist das sicher ein Pferd, ne? Das funktioniert nur nicht, wenn Sie jetzt Pferdebilder bekommen, die nicht aus diesem Pferdearchiv sind. Aber wenn alle Ihre Trainingsdaten mit den Pferden aus diesem Pferdearchiv kommen, haben Sie da ein neurales Netz trainiert, das für die Trainingsdaten super toll funktioniert. Aber wenn Sie da auf der Wiese oder im Harz ein Pferd fotografieren, dann wird es nicht draufkommen, dass das ein Pferd ist. Weil einfach die Beispiele, die es gesehen hat, nicht ausreichend war.
Und genauso geht uns das mit den Autos. Na, wenn Sie dieses kleine, nette, runde Google-Auto nach Neapel verfrachten, dann wird das, Angst wird es nicht bekommen, das Autos fühlen keine Angst, ne? Aber es wird verwirrt sein, weil den Verkehr in Neapel hat es in Kalifornien noch nie gesehen. Und das heißt, es wird sich da nicht gerade optimal verhalten. Ne? Ich spreche gar nicht von Indien, wo das noch alles viel schlimmer ist. Und tatsächlich, natürlich passiert das eben auch manchmal, Gott sei Dank nicht so oft, dass dann eben auch ein Tesla einen Unfall baut, wenn er in diesem Self-Driving-Modus gefahren wird. Ja, und das heißt also, wir müssen einfach wirklich noch weiter daran arbeiten, dass unsere KI-Systeme transparent, erklärbar und robust sind, dass sie eben entsprechend, dass wir entsprechend oder dass die Systeme erkennen, ob sie da Daten bekommen, die mit denen, mit ihren Trainingsdaten kompatibel sind oder ob sie da sozusagen out of bounds sind, ob sie da jetzt mit Daten gefüttert werden, die sie noch nie gesehen haben, dann kann man nicht erwarten, dass sie da gut funktionieren. Aber zumindest können wir erwarten, dass sie sagen, okay, sorry, sowas habe ich noch nie gesehen, bitte, ich muss mich da jetzt mal zurückziehen, ich bremse da lieber mal und bitte fahr du weiter, vielleicht kannst du das besser als ich. Und die Frage ist natürlich, wie man das macht, und das ist auch schon fast meine letzte Folie, oder ist eigentlich so gut wie meine letzte Folie. Wir versuchen also aus diesem Grund diese unterschiedlichen Sichtweisen in einem KI-System zusammenzubringen. Ich habe auf der einen Seite eben diese beeindruckende Fähigkeit von Systemen, von tiefen neuralen Netzen auf der Basis von Daten, aber wie gesagt, immer, ich habe brauche viele Daten, auf der Basis von vielen Daten Regelmäßigkeiten zu lernen und dann besser zu werden in vielen Fällen als der Mensch, aber eben auch diesen Systemen mit Hilfe von explizitem Wissen, mit Hilfe von Ontologien, Semantik, Wissensgrafen, wie man die auch manchmal nennt, beziehungsweise Weiterentwicklungen davon, die wir dann dafür entwickeln, dass man denen auch sozusagen ein Wissen mitgibt, was wir eben auch in der Schule lernen oder wie wir generalisieren. Wir wissen einfach, wie ein Elefant prinzipiell ausschaut. Wir wissen auch, wie ein Stuhl ausschaut, wie der definiert ist. Und das haben wir nicht gelernt, weil ich jetzt Millionen von Elefanten gesehen habe, sondern weil uns jemand erklärt hat, das ist ein Elefant und das ist ein Elefant, weil und das sind die Merkmale, wie du ihn erkennst. Also ein explizites Wissen ist manchmal einfach auch sinnvoll als Ergänzung, nicht als alleinige Wissensbasis, weil dann haben wir wieder das Problem, haben wir jetzt alles beschrieben, was wir beschreiben sollten, aber einfach als zusätzliches Wissen, das ich dann auch expliziter nutzen kann, das ich dann auch eben erklären kann, mithilfe ich dessen erklären kann, dass das System hoffentlich, aber daran müssen wir eben auch noch arbeiten, das ganze System robuster machen. Okay, damit will ich schon auch schließen, so mit wieder ein bisschen Diversität. Wir gehen zurück nach Wien. Das ist tatsächlich der Wiener Zentralfriedhof, wo der Hansi Hölzl, ein Wiener, 1957 geboren in Wien, 41 Jahre später gestorben ist. Das ist sein Ehrengrab. Und ich spiele das jetzt nicht mehr ab, weil Sie wollen ja auch noch Fragen stellen. Aber wenn Sie nachher schauen wollen, dann schauen Sie sich mal Rock Me Amadeus an. Unter dem Hintergrund der Diversität, weil er einfach ganz schön thematisiert, wie der Wolfgang Amadeus Mozart heute ausschauen würde und wie er in die Gesellschaft passen würde. Er hat nämlich damals eben nicht so gut reingepasst und ist also arm gestorben. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank für den anschaulichen Vortrag. Wir haben Zeit für Fragen. Wer hat Fragen an den Vortragenden? Aus der Runde. Sonst fange ich mit einer Frage an. Es ist ja mehrfach das Thema, das Problem des Bias genannt worden. Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Bias und der schwierigste ist ja immer der Hidden Bias. Also der, wo wir den Ursprung nicht erkennen können in den Datensätzen, dass dort ein gewisser Bias vorherrscht. Gibt es überhaupt eine Perspektive, dass man dieses Problem gelöst kriegt? Also wir arbeiten dran. Also das heißt, es gibt eine Perspektive, aber tatsächlich
wenn man weiß, was für ein Bias in den Daten drin ist, also was jetzt zum Beispiel stärker gewichtet ist in den Daten, dann kann ich das natürlich nachher wieder korrigieren. Ne? Oder ich kann dafür sorgen, wenn ich zum Beispiel ein System habe, das auf einer bestimmten, also was weiß ich, das ein schönes Beispiel ist Gesichtserkennungssysteme, wenn ich die nur auf hellhäutigen Menschen trainiere, dann funktionieren die halt nicht, wenn sie in Afrika eingesetzt werden oder in der Bronx oder so weiter. Ne? Also das heißt, wenn ich weiß, dann kann ich das korrigieren, indem ich einfach die Daten entweder korrigiere oder ergänze. Aber natürlich muss ich das zuerst mal wissen. Das heißt, ich muss also herausfinden, ob die Daten einen Bias haben. Also wenn er hidden bleibt, dann habe ich einfach keine Chance. Ich muss also versuchen, den zu erkennen, zu beschreiben. Und sobald ich das explizit gemacht habe, dann habe ich also eine Chance, da auch damit umgehen zu können. Aber die meisten Beispiele zum Bias sind ja immer Beispiele, wo man als Mensch einen gewissen Plausibilitätscheck auf den Daten gemacht hat. Gibt es eine Vorstellung, dass das in irgendeiner Form auch automatisiert erfolgen könnte, dass man erkennen kann, dass man einen Bias in den Daten hat? Also im Wesentlichen laufen die Verfahren aktuell einfach darauf, dass ich ganz unterschiedliche Arten von Daten reinfüttere, suche, auch generiere und sehe, was das System dazu sagt. Das ist also im Wesentlichen Trial and Error. Ich kann versuchen herauszufinden, welche Cluster stärker vertreten sind, ne, indem ich einfach nach unterschiedlichen Merkmalen clustere und dann, wenn ich sehe, dass ein Merkmal sozusagen in den Beispielen unterrepräsentiert ist, dann ist das ein möglicher Bias, wo ich dann aber erst sehen muss, ob sich das auswirkt. Also das sind so Ansätze. Funktioniert manchmal, aber nicht immer. Ja, nochmal in die Runde. Fragen aus dem Publikum. Ja, da ist eine Frage. Hallo. Ich hätte eine Frage zu den Daten, zu den Lernen, beziehungsweise zu dem Lernen der Objekte. Wenn ich jetzt ein Auto habe, wie das kleine Google-Auto, das lernt ja durch das Fahren. Ich gehe davon aus, ich kann dann die Daten auf ein gleich großes Auto übertragen, die angelernten Daten. Aber wie sieht das mit einem größeren Auto aus? Muss das dann komplett neu angelernt werden oder können die Daten dann auch übertragen werden und es muss die Größe angepasst werden oder wie würde das dann funktionieren? Sehr gute Frage. Tatsächlich in diesem speziellen Fall ist es relativ egal, welches Auto Sie rumschicken, weil die Daten, die das sammelt, durch Kameras, durch LIDAR, durch andere Sensoren, da relativ ähnlich sind, ob Sie jetzt einen großen Mercedes, einen SUV oder einen Fiat 500 da herumfahren lassen. Die Umgebung schaut für beide ähnlich aus. Das sehen Sie, größere, kleinere Menschen sehen die Umgebung auch ziemlich ähnlich. Nur wenn Sie ganz nahe sind, dann sehen Sie da einen Unterschied. Das heißt, Sie können das eigentlich, kurz gesagt, sehr gut übertragen. Zweiter Punkt ist auch noch, was Sie machen können, wenn Sie eine Simulation haben von Teilen der Welt, dann können Sie auch diese Simulation verwenden, um das System lernen zu lassen. Das ist in dem Fall sogar hilfreich. Sie wollen ja nicht 1000 Autos zu Schrott fahren oder 1000 Unfälle bauen, nur damit das Auto lernt, was macht es, um den Unfall zu vermeiden. Sie können das also trainieren in einer Simulationsumgebung, wo das halt beliebig oft Unfälle erlernen oder erfahren kann und auf diese Weise auch lernt, wie es damit umgeht. Und auch da ist die Umwelt natürlich immer gleich. Also das heißt, hier spielt das Auto oder der Betrachter keine wirklich große Rolle. Hier ist noch eine Frage. Ja, danke. Also ich habe noch eine Anschlussfrage zu dem vorherigen. Und zwar wollte ich jetzt doch noch mal konkret fragen. Es geht ja um Diversität.
Und es ist ja schon so in der personalisierten Medizin, dass es eben genau darum geht, dass Frauen unterrepräsentiert sind, jetzt als konkretes Beispiel bei Pharmastudien als Testpersonen und so weiter in der Medizin. Und das geht ja eben dann weiter bei der Diversität im Internet, dass eben gerade Männer aktiver sind online, auch auf Social Media, und Algorithmen dann eben auch männlicher geprägt sind. Da wollte ich doch noch mal konkreter nachfragen, ob Sie da für die künstliche Intelligenz Antworten haben, gerade wenn Daten gesammelt werden, die ja dann weiterhin auch in nächster Zeit immer dann mehr auf den männlichen Antworten im Internet jetzt allgemein basieren. Da sehe ich jetzt überhaupt gar keine Ansätze für eine Lösung der Diversität. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben recht, dass eben auch oft diese Studien sehr einseitig durchgeführt worden ist. Und es ist jetzt eigentlich eher nicht so, dass die KI als KI jetzt eine Antwort drauf hat, sondern dass wir uns in diesem Kontext der KI, wo wir eben drauf gekommen sind, wie wichtig sind Daten für das, was ich daraus lerne, sind wir eben auch drauf gekommen, im Kontext dieser medizinischen Studien ist es natürlich ganz wesentlich, was ich da an Daten erfasse, wen ich da als Patient in die Gruppe und in die Vergleichsgruppe aufnehme. Und da sind wir uns auch in diesem Kontext einfach bewusster geworden, dass ich hier gleichmäßig auswählen muss. Also KI hilft eigentlich nichts, aber sie hat uns geholfen zu sehen, dass wir in diesem Fall auch ein Setup haben, Szenarien, wo wir ein Bias drinnen hatten, was wir vorher nicht erkannt haben. Ne? Aus dem Internet gibt es eine Frage: Wie geht man damit um, wenn man in einem Datensatz falsche Daten hat? Also gibt es Möglichkeiten, die wieder später aus dem Netz herauszutrainieren? Ja, auch eine ganz spannende Frage, die ich gar nicht antriggern konnte hier. Wir kennen das Problem ja aus den vernetzten Computern. Da gibt es immer wieder Hacker, die da in die Systeme eindringen und da was kaputt machen. Also es gibt immer Leute, die versuchen, Dinge kaputt zu machen. Und es wird auch Leute geben, die die Daten, die ich da sammle, vielleicht habe ich die ja verteilt auch über mehrere Standorte, die da versuchen, die zu verfälschen. Ne? Und dann hat also mein System Probleme, das richtige Modell zu lernen. Und das ist ein Forschungsgebiet, das in den letzten 5 Jahren aufgekommen ist, wo man gesagt hat, okay, wie robust ist denn einfach mein Modell? Welche Art von Fehlern hält es aus? Welche Art von Attacken hält es aus? Und tatsächlich ist man drauf gekommen, dass ich manche der Systeme ziemlich einfach angreifen kann. Also wenn ich das böswillig mache, hat man früher nicht gewusst. Da war ich schon froh, wenn meine KI das halt möglichst gut erkannt hat. Ne? Und wir haben alle angenommen, die Trainingsdaten spiegeln die Welt wieder. Und außer den Trainingsdaten und den Testdaten quasi gibt's quasi nichts. Und dann sind wir froh, wenn wir da 99% alles richtig haben. Mittlerweile sind wir so gut, dass das alles funktioniert, und sind aber gleichzeitig drauf gekommen, dass ich manchmal Daten nur ein bisschen verfälschen muss, sodass ich das als Mensch nicht mal sehe. Und dann wird das System total irritiert und sagt mir irgendwas Falsches. Also das ist das Thema robuste KI, robuste Modelle. Und da sind wir, sage ich mal, nicht ganz am Anfang, aber bis zum Ende ist es noch weit, dass wir das gelöst haben. Da ist noch viel Arbeit drinnen, und das ist natürlich auch wichtig bei den selbstfahrenden Autos. Na, wenn da jemand auf die Straßenschilder so kleine Sticker draufkleben kann und plötzlich sagt das Auto, das ist jetzt kein Haltezeichen, sondern da hast du Vorrang, dann ist das natürlich tödlich. Ne? Und das muss aber in vielen Fällen tatsächlich noch gelöst werden. Weitere Fragen aus dem Publikum? Sehe ich nicht mehr. Dann nochmals vielen lieben Dank für den Vortrag, und für alle anderen noch einen schönen Abend. Und es geht weiter am nächsten Dienstag um 18.15 Uhr mit dem nächsten Vortrag. Nochmals vielen lieben Dank an den Vortragenden. Danke für die Einladung. Schöne Woche.